Hallo, ich bin Satya Singh. Ich werde heute mit dir ein Kriya, eine Übungsreihe machen für das Herzchakra, um das Herzchakra zu öffnen und zu stärken. Außerdem ist diese Übungsreihe ein wunderbares Beispiel, wie man durch alle sieben Chakren hindurchgeht. Und dadurch kann ich auch die Chakren als die sieben wichtigsten psychosomatischen Zonen des Körpers ein bisschen vorstellen. Wir stimmen uns erstmal ein mit Om Namo Guru Dev Namo. Bring deine Hände zusammen für deine Brustmitte und korrigiere auch deine Sitzhaltung. Streck dein Brustbein ein bisschen hoch, bring die Schulterblätter ein bisschen runter. Zieh dein Schambein ein bisschen hoch und zieh dein Steißbein ein bisschen runter. Zum Schluss auch dein Hinterkopf nach oben, dann schließ die Augen und konzentriere dich auf den Punkt zwischen die Augenbrauen. Und atme jetzt tief, tief ein. Atme langsam aus. Atme noch einmal tief ein. Atme langsam aus. Und dann zum Beginnen des Mantras atme tief ein. Tief ein und atme aus und entspanne die Hände. Und für die erste Übung, komm zum Stehen. Meine Tochter Satnamka wird dir die Übungen zeigen. Also komm zum Stehen und die erste Übung ist für das erste Chakra, für Bodenständigkeit. Farbe ist rot, für Beckenboden und Beine. Und zwar fang an, eine joggende Bewegung zu machen. Die Hände in Fausten, du joggst auf die Stelle und wenn dein linke Knie hochkommt, kommt dein rechter Arm nach vorne und umgekehrt. Eine schöne, kräftige, tiefe Atem dazu. Es ist gut, jeden Tag etwas zu machen, das das Herz mehr klopfen lässt und was die Lungen trainiert. Und diese Übung wirkt auf Bodenständigkeit und Klarheit und auf das erste Chakra, das sein wichtigster Reflexpunkt auf dem Damm hat, zwischen After und Geschlechtsorgan. Atme kräftig. Jeden Tag auch ein bisschen schwitzen, um die Haut zu reinigen. Halt durch. Jetzt die letzten 20 Sekunden. Heb die Knie ein bisschen höher. Atme noch ein bisschen kräftiger. Spür die Kreislauf, wie sie sich über deinen ganzen Körper verteilt. Okay, und atme jetzt tief, tief ein. Und atme aus. Und entspann die Arme. Zweite Übung ist für das zweite Chakra.
Und es ist eine ganz interessante Überkreuzübung, die auch wirkt zur Synchronisierung der Gehirnhemisphären. Du hebst dein linkes Knie, auch noch im Stehen. Gleichzeitig bringst du mit die Finger gestreckt dein rechter Arm vertikal hoch. Dann hebst du dann bringst du die Arme und das Bein runter. Dann hebst du dein rechtes Knie und bringst du deinen linken Arm hoch. Fang mal an. Einatmen hoch, ausatmen runter. Linker Arm, rechtes Knie. Rechter Arm, linkes Knie. Gute, kräftige Bewegung. Gute, kräftige Atem. Einatmen, Arm hoch. Ausatmen, Arm runter. Genießt die Bewegung. Wirkt auf das zweite Chakra. Reflexpunkt ist Mitte des Schambeins. Die Farbe dieses Chakras ist orange. Und das Thema des Chakras ist Lust, Genuss, Kreativität, Lebensfreude, Fantasie, Schönheit. Mach eine schöne, kräftige Bewegung. Immer einatmen hoch, ausatmen runter. Das zweite Chakra versorgt die Unterleibsorgane mit Energie, Geschlechtsorgane, die unteren Teile der Damen, untere Lendenwirbelsäule, Beckenknochen. Letzte 20 Sekunden. Geh noch mal ein bisschen intensiver, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen mehr die Freude vom zweiten Chakra spüren, in der Bewegung bringen. Fühl dich wohl bei dieser Bewegung. Halt durch. Eine relativ kurze Übungsreihe. Nutz jede Übung. Halt die Arme gut gestreckt. Okay, noch einmal, atme tief ein. Und atme aus. Und entspann dein Bein, entspann deinen Arm. Schüttel eben deine Arme und Beine. Eben schütteln, eben lockern, damit die Muskeln schön warm und locker bleiben. Und die nächste Übung ist ganz ähnlich, aber in einer ganz anderen Position. Leg dich jetzt, hoffentlich hast du eine weiche Unterlage. Sonst musst du die vielleicht noch even holen. Leg dich jetzt in de Rückenlage. Mit een bisschen Raum hinter deinem Kopf, want du musst jetzt gleich einen gestrekten Arm hinter deinem Kopf auf den Boden legen. Diese dritte Übung ist für das Nabelchakra, das dritte Chakra. Einatmend bring dein rechter Arm gestrekt, Ellbogen und Finger gestrekt, hinter deinem Kopf auf den Boden. Und gleichzeitig hebe dein linkes Bein mit dem Fuß angewinkelt. Ausatmen, beide wieder zurück mit dem Fuß diesmal gestreckt, gespitzt. Dann einatmen, hebe dein linker Arm hoch auf den Boden hinter dir. Und dein rechter Bein mit dem Fuß angewinkelt, verse weggestreckt. Ausatmen, wieder zurück. Und mach weiter. Rechter Arm, linker Bein und zurück, ausatmen. Linker Arm, rechter Bein und zurück, ausatmen. Schönes Tempo. Diese Übung symbolisiert Kraft, Entscheidungskraft, Muskelkraft, die Kraft, um bei dir zu bleiben, um dein Leben in der Hand zu nehmen und eine schöne, klare, zielsichere Persönlichkeit zu werden. Drittes Chakra. Kräftiger Atem. Einatmen, Arm hoch, Bein hoch. Ausatmen, beide zurück. Du siehst, wenn das Bein hochkommt, ist der Fuß angewinkelt und die Ferse weggestreckt, um die Rückseite des Beins zu dehnen. Wenn er runterkommt, sind die Zehen gespitzt, um die Vorderseite des Beins zu dehnen.
Immer einatmen hoch, ausatmen runter. Das dritte Chakra versorgt die Organe im oberen Bauchraum, die oberen Teile der Damen, aber auch Bauchspeicheldrüse und Milz und Gallenblase und Leber und Magen. Die Farbe, die Leute mit einer verfeinerten Wahrnehmung sehen können bei diesem Chakra, ist gelb, feuergelb. Und der Eingang des Chakras, wo er durch die Haut kommt, ist ein paar Zentimeter unter der physiologischen Nabel, selbst obwohl der Bereich im oberen Bauch ist. Atme kräftig. Letzte 20 Sekunden. Mach es noch ein bisschen intensiver. Versuch die Wirkung maximal zu kriegen für dich selbst. Kräftiger Atem. Letzte paar Mal, atme, atme. Und letztes Mal, atme einmal tief, tief ein. Streck nochmal die Ferse weg, streck die Arme. Je kannst gerne beide Füße nochmal hoch brengen und die Arme lang machen. Streck die Ferse weg, es ist so eine gute Möglichkeit, die Beine richtig zu dehnen. Und dann ausatmen. Leg die Arme, leg die Beine wieder auf den Boden. Die Arme neben dir mit die Handfläche nach oben. Lass die Beine jetzt nach außen fallen. Vielleicht willst du dein Becken eben korrigieren, weil wir liegen jetzt eine Minute in einer kleinen Entspannung. Heb dein Po einen Moment, wackel ein bisschen, bis deine Lendenwirbelsäule auch in dieser Haltung entspannt liegt. Vielleicht musst du auch noch mal eben deinen Kopf kurz anheben und mit das Kinn mehr nach innen wieder auf den Boden legen, sodass Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule entspannt liegen. Und dann für eine Minute lass einfach los. Spür in dir, wie deine Beine total entspannt auf dem Boden liegen. Voller Selbstheilungsfähigkeit. Locker, entspannt und leicht. Und auch die Arme. Entspannt und in Harmonie, gesund. Und dann die kostbaren Strukturen im Rumpfbereich, all die wunderbaren Organe, die ganze Muskulatur in Becken, Bauch und Brust und Rücken und Gesäß. Auch da Harmonie, schönes Körpergefühl. Und zum Schluss auch dein Hals, dein Kopf, dein Gesicht. Strahlend und gesund. Ganz, ganz leicht und locker. Okay, und dann atme tief ein und atme aus und bring eben beide Knie zur Brust und umarme die Unterbeine und roll dreimal vor und zurück auf deinen Rücken. Hebe deinen Kopf, mach deinen Rücken rund und roll dreimal vor und zurück. Und dann, meine Tochter zeigt es dir, komm in de Froschhaltung. Es ist erstaunlich, wie gut ein Mensch einen Frosch nachahmen kann. Und es ist die beste, meist fantastische Kreislauf- und Herzübung, die es gibt.
Das ist vielleicht die zentrale Übung von dieser Übungsreihe. Eine kleine Herausforderung ist es schon. Du siehst, die Fingerspitzen stehen auf dem Boden mit ein bisschen Luft dahinter, ein bisschen Raum. Die Hacken sind hoch und zusammen. Die Knie etwas außerhalb der Arme. Und dann atme ein und streck die Beine. Die Hacken bleiben ein bisschen vom Boden. Atme aus, komm wieder runter. Atme ein, komm hoch. Atme aus, runter. Und so weiter. Einatmen hoch, ausatmen runter. Schöne, kräftige Atem, kräftige Bewegung. Einatmen hoch und denk Sat. Sat bedeutet Wahrheit, das Mantra Sat. Ausatmen runter, denk Nam. Nam ist Identität. Genieß die Übung und die Intensität, so wie der Kreislauf alle verschiedenen Teile deines Körpers erreicht, was ganz wichtige Voraussetzung für Gesundheit ist. Und du übst das vierte Chakra, das Herzchakra. Reflexpunkt ist Mitte des Brustbeins. Die Farbe, die ein Mensch mit sensibler Wahrnehmung da sehen kann, ist grün, ein fruchtbares Frühlingsgrün. Die Organe, die dazu gehören, sind Herz und Thymusdrüse und Lungen und Schulterblätter und Brustkorb, Brustbein. Noch 20 Sekunden, okay? Jetzt gib alles, was du hast. Wenn du richtig gut atmest, dann kannst du nicht müde werden. Halt durch. Okay, okay. Letztes Mal. Atme ein, bring die Hüfte hoch. Streck nochmal die Rückseite der Beine. Und atme aus und komm langsam aus der Haltung und komm zum Sitzen und komm zum Sitzen mit die Beine vorgestreckt. Schulterbreit oder vielleicht noch besser Beckenbreit, ein bisschen auseinander die Beine. Ein bisschen auseinander die Beine, genau. Und dann fast aus deinen Hüften bewegen, also mach dich nicht von oben krumm. Beweg aus der Hüfte mit gerade Rücken fast deine Zehen an. Wenn du kannst, hinter die große Zehe mit zwei Finger und dann auf die große Zehennagel mit den Daumen drücken. Das sind wichtige Reflexpunkte für Zirbeldrüse und Hirnanhangdrüse und für sechste und siebte Chakra. Obwohl die Übung selbst, Kopf ist hoch gestreckt, der Nacken ist gestreckt, konzentriere dich auf das Halschakra. Mach deinen Rücken schön gerade und atme super, super tief ein. Und super tief aus. Du kennst vielleicht die Reihenfolge der Atem. Bauch, Rippen, Brustbein ein und Brustbein, Rippen, Bauch wieder aus. Versuche so korrekt wie möglich, so tief wie möglich zu machen. Atme ein und atme aus. Langsam, aber kräftig. Konzentriere dabei auf das fünfte Chakra, auf diesen Punkt, auf die Schilddrüse drauf und in den Kehlkopf. Atme tief. Lächle ein bisschen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die besagen, 20 Mal lächeln am Tag und du verlängerst dein Leben jedes Mal um ein paar Minuten. Genieß die Übung. Bleib auf das fünfte Chakra konzentrieren. Die Farbe, die man da sieht, wenn man das kann, ist hellblau, himmelblau. Die Organe, die energetisch bedient werden durch das fünfte Chakra, sind Speiseröhre, Luftröhre, Schilddrüse. Und dann fließt die Energie in die Schultern und Arme und Hände und Finger. Und die Energie fließt auch nach hinten, im Bereich der Ohren.
Das Thema ist Kommunikation, Austausch. Gerne singen, gerne zuhören. Letzte 20 Sekunden. Atme tief. Genieß die Übung und dehn in die Übung. Also es ist nicht nur ein Halten, es ist ein Dehnen. Du dehnst die Hacken weg und du dehnst deinen Rücken weg, diagonal. Brustbein diagonal hochstrecken. Noch ein paar Sekunden. Atme, atme, atme. Oké, okay. Atme tief, tief ein. En atme aus. En jetzt rutsch an deine Beine entlang nach oben. En kom zum Sitzen in een Easy Pose. Easy Pose, so sitz ich im Moment. Also mit gekreuzte Beine. Korrigier deine Sitzhaltung ein bisschen. Brustbein hoch. Schulterblätter runter. Schambein hoch. Steißbein runter. Hinterkopf hoch. Und dann für die nächste Übung. Wir arbeiten jetzt am sechsten Chakra, am sogenannten dritten Auge, das Punkt der Intuition im Körper. Farbe ist Indigo. So ein ganz dunkles Blau, fast schwarzblau. Nachtblau wird es auch manchmal genannt. Und setz jetzt die Hände auf die Schultern. Die Daumen hinten, die Finger vorne. Die Ellbogen auf Schulterhöhe, ein Tick nach außen und ein Tick nach hinten gezogen. Du musst meistens die Schultern korrigieren, dass sie nicht so hochgezogen sind. Dann streck dein Kopf nach oben, dein Hinterkopf. Das Bild ist, dass du durch einen goldenen Faden Richtung Decke gezogen wirst. Und dann mit ein bisschen Schwung, noch immer nach oben strebend, fang an zu drehen. Einatmen, dreh links, ausatmen, dreh rechts. Bleib dabei konzentrieren auf das Punkt zwischen die Augenbrauen, um das sechste Chakra zu stärken und auch damit du nicht schwindelig wirst. Wenn du trotzdem ein bisschen schwindelig wirst in der Übung, beweg dein Kopf dann weniger. Schöne, kräftige Bewegungen. Die Organe, die zum sechsten Chakra gehören, sind im Prinzip die wichtigsten Sinnesorgane. Außer die Ohren, die gehören zum fünften. Die Augen, die Nase, Mund und alle Strukturen des Gesichts auch. All die Höhlen, die Stirnhöhlen, Nebenhöhlen, Rachenhöhlen, Nasenhöhlen, Mundhöhlen. Das ist alles sechste Chakra. Spüren, deine Bestimmung erfassen. Noch 20 Sekunden. Halt durch. Bleib nach oben streben, wie in du drehst. Letzte paar Bewegungen. Kräftiger Atem. Und atme. Tief ein in de Mitte, strek dein Hinterkopf nach oben, strek die Ellbogen nach außen. Und atme aus. Und lass los. Bleib een Moment mit die Hände auf die Knie sitzen. Schließ die Augen, nimm een tiefe Einatmung. Ausatmung. Und nochmal eine Einatmung. Ausatmung. Und dann sind wir schon bei der letzten Übung. Die Bekrönung heißt auch Kronenchakra, wo wir aufarbeiten. Siebte Chakra. Und zwar streck die Arme 60 Grad hoch. Die Hände sind flach, als ob du die Decke trägst. Versuch die Ellbogen gerade zu kriegen und die Schulter wieder loszulassen. Streck deinen Hinterkopf nach oben, dein Brustbein hoch, Schambein hoch. Und jetzt, wenn du kannst, wenn du es nicht kannst, mach lange tiefe Atem. Ja?
Aber wenn du kannst, mach ein Feueratem, ein relativ schneller Bauchatem. Einatmen, Bauch nach vorne, ausatmen, Bauch nach innen. Beides ist aktiv. Aktiv nach vorne, aktiv nach innen. Immer Bauch nach vorne auf der Einatmung, Bauch nach innen auf der Ausatmung. Schließ deine Augen dabei und konzentriere auf das siebte Chakra. Farbe ist violett. Thema ist Einheit mit alles. Thema ist auch ein sinnvolles Leben führen, in Harmonie mit deiner Umgebung. Letzte 20 Sekunden, halt durch. Einatmung und Ausatmung gleich kräftig. Fühl dich wohl, die Energie kommt hoch. Okay, und atme jetzt tief, tief ein. Streck nochmal hoch, streck die Ellbogen. Streck deinen Hinterkopf weg. Halte die Atem ein paar Sekunden noch. Und dann atme langsam aus. Lass die Arme langsam runter über die Seite. Und leg die Hände noch einen Moment lang in de sogenannte Gyan Mudra, de Weisheitsmudra. Mit der Jupiterfinger, der Zeigefinger und der Daumen zusammen, die Spitzen zusammen. Die Ellbogen sind entspannt gestreckt und einen Moment lang spüre nach, spüre die komplette, ganzheitliche, miteinander in Gleichgewicht befindende Energie, die du aufgeweckt hast. Atem ist entspannt. Spüre Zufriedenheit. Und dann atme tief, tief ein. Und atme aus. Und noch einmal atme tief, tief ein. Und atme aus. Und dann lege dich auf deinem Rücken für lange, tiefe Entspannung. Du kannst dich gerne zudecken mit deiner Decke. Du kannst auch einfach so liegen bleiben. Wir machen in dieser Entspannung eine Traumreise durch alle Chakren hindurch. Und versuch knapp über die Schlafgrenze zu bleiben, weil das Schönste kommt am Ende, wenn du dann eingeschlafen bist. Dann kannst du sie nochmal anhören, aber okay, erstmal entspannen. Leg deine Lendenwirbelsäule nochmal even gut hin. Wackel even, hebe dein Po ein bisschen. Leg deine Halswirbelsäule auch noch so korrekt wie möglich. Streck dein Hinterkopf ein bisschen weg. Zieh dein Kinn ein bisschen ein. Die Hände liegen so 15, 20 cm vom Körper entfernt. Mit die Handflächen nach oben, aber total entspannt. Und wir machen jetzt eine Traumreise. Spüre, wie du ganz leicht wirst, als ob du fliegen könntest. Wie deine Seele ganz frei ist und bereit für ein Abenteuer. Und ich führe dich jetzt irgendwo im Mittleren Osten zu einem Punkt in der Wüste. Die Umgebung ist nicht mal so angenehm, aber was vor dir steht, ist ganz besonders. Vor dir erhebt sich ein riesiger Berg. Richtig groß, richtig hoch.
eigentlich fast ein bisschen unerwartet. Der Rest der Wüste ist flach und grau und trocken und hier ist dieser Berg, aber er steht da. Und du stehst davor und du weißt, intuitiv, innerlich, weißt du, da ist für mich oben auf diesem Berg was Wichtiges zu finden. Ich muss da was entdecken. Und ohne zu zögern, fängst du an, den Berg hoch zu gehen. Am Anfang ist das nicht so schwierig. Der Fuß des Berges ist bedeckt mit einem rötlichen Sand, ein ganz feiner, vulkanischer Sand, sodass jeder Schritt rote Staubwolken aufwirbelt und dein Beine bald mit einer Schicht rötliche Erde bedeckt sind. Es fühlt sich aber gut an irgendwie, deine Beine mal so richtig zu gebrauchen. So gut, dass das Zentrum zwischen die Beine auf dem Damm, das Wurzelchakra, anfängt zu drehen und zu vibrieren. Und dann kommst du höher, den Berg hoch. Und die Luftfeuchtigkeit wird ein bisschen höher. Die Wüste ist ein bisschen weiter runter, weg von dir. Und hier wachsen doch mehr Pflanzen. Hauptsächlich Fettpflanzen mit fettig glänzenden Blättern und auch fettig glänzende, aber wunderhübsche kleine Blüten, orangefarbene Blüten. Erst sind sie noch klein und umso höher du kommst, umso üppiger auch diese Fettpflanzen, Buschen werden, bis du streckenweise bis zum Schritt durch ein Meer von diesen Pflanzen wartest. Ein unglaublicher Augenweide und du spürst, wie das zweite Chakra auf der Mitte des Schambeins anfängt zu drehen und zu vibrieren. Dann hörst du über dich Wasser plätschern. Du schaust nach oben und tatsächlich 100 Meter über dir siehst du ein Strahl Wasser, der über den Rand eines gelben Granitsims runter plätschert und bald im Sand versickert. Aber du schaust dahin, ob du dahin kommen könntest. Und tatsächlich, Stunde später, da stehst du da oben auf dem Sims. Und du siehst zu deiner größten Begeisterung, dass tausende Jahre Wasser und Sand ein untiefe Kuhle da ausgeschliffen haben. Eine Art von kleiner Teich oder eine Art von sogar natürliche Badewanne. Und spür, wie du dich erfrischst, du trinkst aus deinen Händen und du das Wasser an dein Gesicht. Und schließlich setzt du dich bis zum Nabel in dem Wasser. Und dir das kühle Wasser bringt deine Lebensgeister wieder voll zurück, erfrischt dich. Und du spürst, wie das Zentrum unter der Nabel anfängt zu drehen und zu vibrieren. Dann entscheidest du dich, der kleine Strom, der hier den Berg runterkommt, nach oben zu folgen. Und durch das Wasser ist die Vegetation hier viel üppiger. Und schließlich eine halbe Stunde höher führt dich der kleine Bach in ein kleines Wäldchen hinein, wo die Sonne tausende grünen Schattierungen auf deine Kleidung zaubert. Die Luft ist frisch, du atmest tief. Vögel zwitschern. Du fühlst dich sehr wohl hier. Und das Zentrum auf der Mitte des Brustbeins, dein Herzchakra, fängt an zu drehen und zu vibrieren. Schließlich kommst du an den Rand vom Wäldchen und im Moment denkst du, der Berg ist hier zu Ende.
Aber wenn du zwischen die Bäume durchschauen kannst, dann siehst du, an der andere, es gibt noch einen schmalen Grat, der zu einem anderen Teil des Berges führt. Und da geht es noch viel höher. Und wieder ist es dieser innere Drang, dieses innere Gefühl, was er sagt, da muss ich hin. Da ist für mich was Wichtiges zu finden. Und bald balancierst du auf einem messerscharfen Grat. De wind pflückt an deine Kleider und streicht an dein Gesicht entlang. Es ist wie ein Seiltanz durch den Himmel. Und es ist trotzdem sehr aufregend und schön. Und das Zentrum unter dem Kehlkopf, das Kehlchakra, fängt an zu drehen und zu vibrieren. Wenn du an der anderen Seite ankommst, ist es schon fast dunkel. Indigo dunkel, also richtig ein dunkles Dunkelblau. Du siehst fast noch nichts mehr vor Augen. Und es ist eher intuitiv, dass du deinen Weg weiterhin nach oben findest, weil hier liegen überall riesige Felsblöcke, so groß wie Häuser. Und das Zentrum zwischen die Augenbrauen fängt an zu drehen und zu vibrieren. Das dritte Auge. 10 Minuten später kommst du am Gipfel an. Unter einem unvergleichlichen Sternhimmel, Milchweg, steht auf einem flaches Plateau von vielleicht 30 Meter Durchschnitt ein kleiner Tempel von durchscheinender Alabaster, mit Amethyst eingelegt, violett schimmernd. Und in dem Moment, dass du diesen Tempel siehst, öffnet sich dein Kronenchakra und auf dem Scheitelpunkt fängt es an zu drehen und zu vibrieren. Und du ziehst deine Schuhe aus, du verneigst dich und du gehst in die kleine Tempel hinein. In der Mitte des Tempels sitzt auf einem Meditationskissen mit sein oder ihr Rücken zu dir ein Gestalt in einen großen braunen Mantel mit einer großen Kapuze gehüllt. Und ihr oder ihn gegenüber liegt ein leeres Meditationskissen. Und es ist dir völlig klar, was du machen musst. Du gehst dahin und du setzt dich da drauf. Und du schaust diese Person, Mann oder Frau, der oder die vor dir sitzt, in die Augen. Im Moment, dass du ihr oder ihn in die Augen schaust, weißt du, das ist mein Lehrer oder meine Lehrerin. Und du weißt, du kannst diese Person jegliche Frage, so geheim oder so versteckt oder so tief, oder was auch immer, du kannst diese Person jegliche Frage stellen, die du in dich trägst. Vielleicht, wann wird ich erleuchtet? Oder wann wird ich gesund? Oder soll ich diese Beziehung machen? Oder was auch immer. Was für Frage du auch hast, nimm eine wichtige Frage. Und nimm dir diesen Moment, um diese Frage zu stellen. Stell deine Frage. Der Person antwortet dich nicht direkt, aber er oder sie reicht in seinem oder ihrem Mantel, weiten Mantel, und holt ein eingepacktes Päckchen heraus, ein Geschenk für dich. Ein Geschenk, das offensichtlich die Antwort auf deine Frage ist. Du nimmst diesem Geschenk an, du hältst es auf deine Hände und du fühlst die Form und das Gewicht. Ein Moment lang schließt du die Augen, um noch besser spüren zu können. Und wenn du die Augen wieder aufmachst, ist die Person, die dir gegenüber saß, verschwunden, ist weg. Aber das Geschenk ist noch immer da.
pak jetzt dein Geschenk aus und schau, was da drin ist. Und überlege, inwieweit ist dieses Geschenk ein Antwort auf deine Frage? Wie kannst du das irgendwie verstehen? Überleg das einen Moment, während du das Geschenk auspackst. Gut. Und dann komm langsam wieder zurück. Du kannst diese Erinnerungen mitnehmen, aber komm langsam wieder aus der Entspannung zurück. Und atme einmal tief, tief ein. Und atme langsam aus. Fühl dich gut geerdet, gut wieder in deinen Körper zurückkommen. Fühl dich fest auf dem Boden liegend, fest in dem Raum, worin du bist. Und dann bewege die Finger und bewege die Zehen. Und dann hebe die Arme über deinen Kopf und strecke dich aus. Strecke deine Arme über deinen Kopf. Streck, 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 streck. Dann hebe die Arme und hebe die Beine. Und reibe die Handflächen und die Fußsohlen zusammen, um die Meridianenergien wieder im Gang zu bringen. Dann umfasse die Unterbeine, bring die Knie zur Brust, mach deinen Rücken rund und roll ein paar Mal auf deinen Rücken, so dreimal vielleicht. Einatmen nach hinten, aus nach vorne. Dreimal auf deinen Rücken. Und dann komm noch einen Moment zum Sitzen. Wir machen noch zum Schluss eine kleine Meditation. Das Mantra ist Sat, Sat ist Wahrheit, S-A-T, Kar, K-A-R, Tar, T-A-R, Sat, Kar, Tar, de ware Schöpfungskraft, de ware Schöpfer. Eine Meditation, um das Herzzentrum zu öffnen. Wir machen nur ein paar Minuten, du kannst das auch länger machen zu Hause, aber für jetzt machen wir das so 3-4 Minuten. Bei Sat bringst du die Hände zusammen vor de Brustmitte. Korrigier nochmal deine Sitzhaltung. Brustbein hoch, Schulterblätter runter, Steißbein runter. Bei Kar bringst du die Arme nach vorne, mit die Handfläche nach vorne. Bei Tar bringst du die Arme zur Seite. Und dann wieder Sat, Brustmitte. Kar nach vorne, mit die Handfläche nach vorne. Tar zur Seite. Das ist eine Übung, die öffnet dein Herz, die macht es leichter für dich, einen herzlichen, einen warmen Kontakt zu Menschen herzustellen. Okay? Bring die Hände zusammen vor der Brustmitte und atme tief, tief, tief ein. Sat Kar Tar. 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 Sat Kar Tar.
Tief, tief ein. Und atme aus. Und nochmal atme tief, tief ein. Und atme aus. Und lege die Hände auf die Knie nochmal und spüre einen Moment nach. Wir schließen jetzt gleich ab mit ein kleines Ritual. Kannst du mir eben die Gitarre geben, Name? We zingen niet meer mee de Long Time Sunshine. Een kleine zegenswunsch am Schluss der Stunde. Guck mal, ob du mitsingen kannst oder einfach nur hörst. Oké? Atme tief ein. Atme aus. Atme tief ein. May the long time sunshine upon you, all loves around you, and the pure light within you guide your lang zat und kurz nahm. Atme tief ein. Sat nam. Sat nam. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir was gebracht. Wir empfehlen natürlich, so eine Übungsreihe 40 Tage lang jeden Tag zu machen, weil dann die Wirkung der Übungen am bleibendsten ist. Also wenn du das einrichten kannst, einmal zu machen, bringt auch viel, aber um die Wirkung wirklich zu verankern in dein System, 40 Tage, jeden Tag. Satnam.